Noch ein ernstes Thema. Es gab in der Geschichte der Bundesliga immer mal wieder, nicht so ganz wahnsinnig häufig, aber immer mal wieder Fußballer, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und dann hinter Gittern mussten. Der prominenteste ist wahrscheinlich Maurizio Gordino. Bei dem war es nur ein Tag, aber die Geschichte war trotzdem spektakulär. Heute Morgen in München. Maurizio Gordino wird im Polizeiwagen nach Mannheim gebracht. Gestern Abend war er nach einer Fernseh-Talkshow verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wirft dem Fußballstar, der auch schon im Trikot der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich war, Anstiftung zum Betrug und Bandenhehlerei vor. Er soll vor 3 Jahren in mehreren Fällen daran beteiligt gewesen sein, dass Besitzer von teuren Nobelkarossen ihre Versicherung um etwa 200.000 Mark betrügen konnten. Schnelle Autos sind seit jeher eine Leidenschaft von Maurizio Gaudino. Sogar als Rennfahrer sah man den Fußballstar gelegentlich über die Pisten jagen. In Mannheim, wo Gaudino seit über einem Jahr auch dieses Restaurant betreibt, war man heute fassungslos. Sein Geschäftspartner. Für mich ist er ein guter Partner, ein guter Junge. Und nie im Leben wird er sowas machen. Nie im Leben. Das hat er nicht nötig auch. Trotz der spektakulären Verhaftung und Überführung ins Mannheimer Gefängnis hielt sich die Staatsanwaltschaft heute außerordentlich bedeckt. Eine am Morgen angekündigte Pressekonferenz wurde am Mittag wieder abgesagt. Jetzt muss der Haftrichter prüfen, ob die Vorwürfe gegen Gaudino eine weitere Inhaftierung rechtfertigen. Die Sepp-Herberger-Stiftung hat zusammen mit der FC-Stiftung sich auf die Fahnen geschrieben, verurteilten Täterinnen und Tätern in Haft eine neue Perspektive zu bieten. Und da gibt es Aktionen, eine ganz tolle in der letzten Woche. Da haben Fußballerinnen des 1. FC Köln die JVA in Köln-Ossendorf besucht. Und mein Kollege Andreas Kramer war dabei und erzählt die Geschichte aus der Perspektive der 28-jährigen Insassin Alina. Liebe Zeigler-Fans, ich bin Alina und bin 28 Jahre alt. Wenn ich die JVA Ossendorf 2025 verlasse, war ich insgesamt 6 Jahre und 9 Monate im Vollzug. Ich bin hier wegen einem Raub. Also ich habe aus meiner Drogensucht habe ich einen Raub begangen. Ich habe Scheiße gebaut und dafür habe ich auch eine Strafe bekommen. Trotzdem kann man sich als Mensch aber einfach ändern. So, ne? Ich selber habe einen guten Abschluss hier gemacht. Ich habe dann hier die Hauptschule nachgeholt, die Realschule und auch das Fachabitur. Ja, und hoffe dann halt einfach draußen, dass ich dann auch einfach eine Chance bekomme, ob es bei Arbeitgeber ist, bei neuen Freunden. Ja, und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich auch meine Geschichte einfach so erzähle, dass die Leute halt sehen, dass man sich auch ändern kann. So ein kleiner Schauer über den Rücken gelaufen. Ist ja jetzt nichts Alltägliches, dass man hier steht. Ich bin zum ersten Mal hier drin, habe mir das angeschaut. Es sind sehr mulmige Gefühle, die man hat. Egal, wo wir hingegangen sind, das Erste, was gemacht wurde, ist erstmal die Tür aufgemacht und direkt wieder zugemacht. Also wirklich egal, wohin man kam, alles besteht hier aus Schlössern. Okay, kommst du einmal mit zu mir, geradeaus, 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 stopp, kommst du ein Stück nach rechts und ja, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Der Kontakt war während der Übung vertraut, wir mussten ja aufeinander vertrauen, es war eine Blindenfußballeinheit, uns wurden die Augen verbunden, sprich ich musste auf ihre Kommandos hören, nach links, nach rechts drehen. Ja, hat super funktioniert mit ihr zusammen. Es war sehr spannend. also es ist erstmal, ja, man musste gegenüber ihr wirklich sehr vertrauen. Es war halt sehr schwierig, weil es teilweise sehr laut war und dann hat man die Stimme nicht mehr erkannt. Aber es hat Spaß gemacht, ja. Und ich konnte meinem Partner, also die ich hatte, da sehr vertrauen. Also es ist alles gut gegangen, ich bin irgendwo gegengeknallt. Ja, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Mich hat sehr interessiert, was sie hier macht, also ob sie einen geregelten Tagesablauf hat. Sie hat mir dann erzählt, dass sie eine Friseurausbildung hier angefangen hat. Es ist schön zu hören, dass sie ein Ziel verfolgt und dass sie später, wenn sie wieder hier rauskommt, dass ihr die
ja, Resozialisation in der Gesellschaft einfacher fällt. Man geht morgens mit guter Laune schon zur Arbeit. Das Team ist super da und die Arbeit macht mir auch sehr viel Spaß. Und dann geht die Zeit natürlich auch viel schneller rum, als wenn man irgendwas macht, wo man gar keinen Spaß dran hat. Ich muss auch sagen, dass ich sehr viel hier heute mitnehmen konnte, dass gewisse Vorurteile, die man gegenüber Insassen hat, ja, dass sowas teils verschwinden konnte. Es geht bei uns ja gar nicht so ums Gewinnen, oder natürlich wäre das auch schön, aber allgemein, dass wir als Team uns auslasten können zusammen, ne? Weil ja, das ist halt hier drin, fehlt das halt. Man hat eine Stunde am Tag, wo man rausgehen kann und man hat dann einfach nicht so viel Bewegung und da tut diese Bewegung halt einfach sehr, sehr gut, ne? Und auch dieser Teamgeist einfach, dass man lacht zusammen, Spaß hat zusammen. Viele haben das hier drin ja auch gar nicht, dass wir so lachen können, weil hier einfach so viel Schönes gibt, ne? Das ist halt einfach ein dunkler Ort eher. Und das Fußball, das, ja, das macht das so ein bisschen heller. Ja. Bitte. So, dann sehen wir uns nächste Woche. Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss und vielen, vielen Dank, ja? Ja, bitte, so, bitte. Alles klar. Ciao. Ciao. Mhm, aber auch dieses Video könnte euch möglicherweise gefallen.